Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3 mit Andy und Eddie. Yay. Was geht? Letztes Mal hatten wir ziemlich nice Mission gehabt. Wir haben diesen Zero, paar geile Guys getötet. Diesen, wie heißen diese Badass Kryptowerfer oder Pyrotechniker oder sowas. Irgendwie sowas. Der war ziemlich cool. Hat Bock gemacht. Schaut gerne rein in die Folge, wenn ihr das verpasst habt. Und wir müssen jetzt das Gigahirn töten. Hey Bull, hast du genommen? Ja, klar. greif auf das Gigahirn zu. Warte mal, wo ist das? Ach, da. Oh. Ja, ich muss leider zu Fuß laufen. Tja, Boy. Repariert sich dein Ding da oder was? Nö. Obwohl, doch. Na, echt? Okay. Das hat sich selbst regeneriert. Krass. Ich habe das fast kaputt geballert, habe den Fahrer getötet und als ich eingestiegen bin, hat sich das dann wieder regeneriert. Ich habe gesehen, weil du hast das brennend bekommen. Deswegen. Eine riesengroße, glückliche Familie sein. Du bist nur ein kleiner Fischkammerjäger. Meine Zeit nicht wirklich. Ist das Handsome Jack oder was? Keine Ahnung. Das wird sich ändern, wenn du Hand an das Gigahirn legst. Wenn du unter den Füßen von Giganten der Beauty Bot. Was denn? Toter Korb, sagt er so. Der Deputy Bot. Oh, ich kann hier irgendwas machen mit der Tasche. Ja, wir sind richtig hier. Hey, was machst du? Keine Ahnung. Okay. Das ist irgendein Schutzschild. Nice boy. Oh, da kommt noch einer oder was? Warte, ich schnapp mir das. Ja, schieß den Fahrer ab oder stehen das Ding. Ja, fahr ich zu mir dann, damit er mir dir folgt. Boah, meinst du es gleich kaputt? So, ich hab's. Nice. Müssen wir unten rein, oder was? Keine Ahnung. Wir müssen da... Oh, warte mal, ne. Oh. Wir sind schon richtig, wir müssen hier raus. Wir müssen... Toll, hat diese 2 Meter gebracht, was zu fahren, ey. Tja, immerhin. Aber das sind andere, glaube ich, als wie wir vorhin hatten. Ich save das mal. Gute Idee, ich glaube, das safe ist auch für mich direkt, ne? Ja, ich will mal gucken, ob das tatsächlich ein anderes ist, weil... Wir sammeln Geld so lange. Nee, das ist das gleiche, aber hä? Das sah so... Das kaffige aus. Anders aus. Das war so voll am Leuchten, das, was wir da jetzt gerade hatten. Okay. Naja. Vielleicht macht ihr der Energy ein bisschen zusetzen. Nee, hier. Mali war ein Schwebezyklon und wir hatten einen normalen Zyklon. Okay. Ja, vielleicht sind also ich will das mal gucken eben. Ja, ja, komm, mach gleich. Ruhig, ich bin am Looten die ganze Zeit. Okay, hier geht's glaube ich zum Boss jetzt gleich. Also auf das Gigahirn zumindest. Ja, was ist das hier? Nehmen wir mal mit. Kann ich nicht? Doch, das sind 2 verschiedene. Man hat ja den normalen Zyklon, wie wir den anfangs hatten. Und Schweberad, was wir gerade eben hatten. Okay. Aktiviere den Schwebemodus durch Aktivierung der Handbremse. Okay, wie soll das denn gehen? Das ist sehr interessant. Schwebemodus? Ich trinke mal ein Schlückchen Kikos so lange. Ja, mach das. Ist ja chillig. Naja. So. Skillpunkte will ich mal ausgeben. Oh, ich habe ja nur einen. Hast du Skillpunkte? Boah. Ja. Ich probiere mal den hier aus. Naja, der will das. Ja. Oh, ich habe hier neue Dinger bekommen. Hier diese passiven Seiten. Nee, Action Skill Erweiterung. Okay. Zwei Punkte Skill, ein paar Sekunden nachdem Herr Baum hat getroffen, ist er wahrscheinlich dabei. Okay. Okay, sollen wir? Ich glaube, jetzt kommt der Boss. Komm, komm. Gigahirn ist hier. Der Widerstand wird heftig. Der Teil macht mir Spaß. Ja. Jetzt wird's, glaube ich, ernst. Nice, hat eine Tür gebastelt hier. Nice Show. Cool. Beweise dein Kampfgeschick. Ich sehe dir zu. Was? Er will dir zugucken, oder was?
Ja. Okay, so. Oh shit. Script God. Was ist das denn? Geil. Chillig. Giga Mind. Heftig gut. Min-Max Intelligenz. Okay. Okay, das wird interessant. Mhm. Ich hole auch meinen Roboter raus. Der Sniper ist stark, ey, boah. Ich habe mit dem Roboter auch so einen Nahkampfangriff. Echt? Ja, ja. Ach du Scheiße, ey, das da oder was? Ja, cool. Ja. Fett aus. Ich mach ihn von hinten nehmen, boy. Nimm das Gehirn von hinten. Komm mal auf zur anderen Seite jetzt. Okay. Boah, die Sniper ist aber gut, ey. Also ich finde die cool. Boah, keine Muni mehr, scheiße. Ja, mein Google geht wieder hier an. Ja. Guck mal, wenn man okay sagt oder so, weißt du, dann tickt die Maus. Deswegen sagst du okay? Ja. Ich kümmere mich um den Dreck hier unten so lange. Ja. Damit die nicht stören. Ups. Boah, wie lange ladet der denn nach? Heftig. Boah, die werden ja geheilt da, die Soldaten, durch diese fliegenden Dinger da. Echt? Boah, warte. Das hält die Schilde von denen aufrecht. Boah, heftig, wie schlecht ich gerade war. Ich muss mich gerade ein bisschen zurückziehen. Ja, noch. Schnapp sie dir, Suma! Kritisch die ganze Zeit, das ist gut. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Oh, ich habe hier ein bisschen Struggle gleich. Ich habe keine Muni mehr. Ich muss mal hier alles aufmachen. Vielleicht bis das Sniper-Muni so gut. Gleich ist der Roboter wieder aktiv, dann gebe ich ihm den Rest. Sehr gut. Hast du das hier, den so weggeschossen hat? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe eine Granate geworfen nur. Ach so. Boah, ich bin tot. Heftig. Boah. Boah, ich muss überleben. Überlebe, Roboter in 3, 2, 1. Ja, Mann. Fuck. Jetzt gebe ich ihm den Rest. Komm schon, komm schon, komm schon, bleib nach. Ja, ich lebe wieder, sehr gut. Yes, cool. Man, wir haben ihn. Level 12 sogar. Kurz einen Prozess gemacht. Zero hat uns gar nicht geholfen, ey. Nee, das war ja ein Testkampf, der hat uns nur zugeguckt. Hab schon Schlimmeres angefasst. Die Waffen sind gar nicht mal so geil. Cooler Typ auf jeden Fall. So, wo müssen wir hin? Kehre zur Watership-Basis. Wow, du hast meinem Giga-Hirn das Hirn weggeboostet. Unter Füßen bist du nicht zufrieden, was? Schon klar. Mein Vater sagte einmal, ich sei an 12. Stelle, um das Unternehmen zu leiten. Also habe ich unseren Stammbaum mit 11 Schnitten zurechtgestutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Denk darüber nach, jetzt wo du mir in die Quere gekommen bist. Mhm, okay. The boy's so crazy. Wo müssen wir hin? Warte, lass mal schauen. Okay, dahin. Ah, das ist gar nicht so weit weg. Dann können wir eben hinflitzen. Ja, ich komme jetzt. Jojo, ich guck eben noch hier, was es so gibt. Oh, fette Waffe habe ich hier gefunden. Fette Waffe?
Ich habe alles leer Munition. Ich muss gleich irgendwie kaufen oder so, weil mir ist alles leer. Ich war doch irgendwo so eine Box. War das nicht hier? Mal schauen. Ah, okay, wir müssen da hin. Oder warte mal, hä? Ja, genau, wir müssen hier um die Ecke einfach. Hier ist irgendwas. Rice and Grind Cafe. Kannst du was machen? Da kann man gar nicht reingehen. Ja, ich brauch ein bisschen Muni einfach hier. Und Kohle geht immer. Kohle geht immer klar, boy. Zack, zack, zack. Ja, klar. So, ja, wir müssen dann da vorne hin irgendwo. Das ist schon direkt hier. Hast du schon mein Skill gesehen eigentlich? Guck mal hier. Doppelgänger oder was? Genau, und die Gegner schießen auf den dann statt auf mich, weißt du? Das ist wie eine Ablenkung und der macht auch Damage, aber. Cool. Aber der geht sehr schnell weg, ey. Boah, okay. Hast du schon mal meine neue Wumme hier gesehen? Sag mal. Boah, was ist das denn, ey? Schieß mal. Not bad, boy. Wird immer schneller. Okay. Verstehst aber keinen Spaß, ey. Nee, nee. Boy, hier wird scharf geschossen. Ich merk's. Sind wir überhaupt richtig? Warte mal. Ja, tatsächlich, das ist schon da vorne direkt rechts. Oh. Mal erstmal ein paar Sachen verkaufen, bevor wir die ansprechen, oder? Ja. Ah, wir sind hier ja richtig nice. Boah, zweifelst du an meinen Navigationskisten? Never ever. Lebst du nach Hirn und durchgebrannten Kabeln? Ach, was? Ich will's gar nicht wissen. Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Ich bin Level 12. Yeah, meine Schildkapazität steigt wieder. Wie hoch ist deine Schildkapazität? 280. Was? Ich hab 433. Boah, krass. Nicer Ball. Boah. Ich kann wahrscheinlich mehr austeilen. Wahrscheinlich, also, ja. Ich meine austeilen, aber nicht einstecken. Mhm. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt schon Klassenmord machen kann. Ja, probier mal aus. Gute Idee. Verkaufen wir alles. Halte ich mal. Interessant aus. Die brauche ich nicht. Die brauche ich theoretisch auch nicht. Ich habe noch eine bessere. Mist, ich habe gefurzt. Hoffentlich riecht das keiner durch den Anzug. Boah, ey, was machst du da? So, alles verkauft. Sehr gut. Ich habe zwei Mods, aber wann machen kann man die einsetzen? Ich glaube, wir müssen irgendwas lernen, Boy, dafür. Oder wir müssen irgendwas kaufen im Schiff. Für Atlas, oder? Ne? Oder was sagst kann du? Kann sein, müssen wir mal gucken. Atlas, weiß es jemand von den Zuschauern? Kommentar, Boy, you know the deal. You know the deal. Okay, so, naja. Hier ist, glaube ich, ein Nebenmission, kann das sein? Bei der Mission hier könnte ich dich gebrauchen. Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder zivilisierter zu machen? Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff überhaupt an. Kaffee. Ich bin ziemlich fertig. Und wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen. Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Ach, waren wir doch gerade, oder? Hat jemand mein Sandwich gesehen? Es war groß und angebissen und gehört mir und ich war noch nicht fertig damit. Okay, sollen wir eine Nebenmission machen oder machen wir Hauptmission bei dir? Oh, wir haben vier Nebenmissionen. Ja komm, dann machen wir da was von. Wir machen erstmal diese Kaffeemission, würde ich sagen. Hört sich ganz cool an. Das ist auch hier schon direkt um die Ecke. Das war doch hier dieser Kaffee, wo du vorhin gesagt hast, das weißt du? Stimmt, ja. Rice and Grind oder so. Grind and Rice. Der Boy, der Boy, der Boy. Ja, wir kommen auch relativ gut voran, würde ich sagen, oder? In dem Game. Ich denke schon. Also, vielleicht haben wir ja nur gerade mal 6% von dem Game, aber mal gucken. Ja, wir machen ja jetzt nicht durchrushen, ne? Wir machen auch die Nebenmissionen mitnehmen. Entspannt Game. Ja, genau. Ganz entspannte Reno. Ach, wir hätten da gerade eine Karre nehmen können, glaube ich, ne? Ja.
Egal, wir sind ja schon da. Ja. Ja, das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Okay. Und wo? Ach, hier. Ach, hier. Oh, hey. Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Geil. Ich hätte gern ein paar arcturianischer Superschwarz, Mr. Bot. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Energiekerne. Es sind immer diese verfluchten Energiekerne. Nicht wahr? Redest du mit mir oder ich mit dir? Wo ist das? Das ist schon komisch. Da vorne direkt. Ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Boy, Kaffee muss schon sein morgens. Ja. Bringst du eigentlich auch mal ein Käffchen morgens? Letzte Zeit schon wieder. Ja. Muss. Ab und zu, ne? Kann man sich mal gönnen. Erstmal ein bisschen wieder wach werden. Ach, hier ist wieder eine Mission. Können wir auch annehmen direkt. Ja, nimm mal direkt mit. Finde einen Wissenschaftler namens Quinn und hol dir die bahnbrechende Anti-Maliwan-Technologie, die er Lorelei versprochen hat. Kammerjäger, da ist dieser Typ, Quinn, ein Wissenschaftler, der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Technisches Knockout. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Oh, ich hab Skillpunkte, muss ich vielleicht mal machen. Oh nein, Waffe kaputt. Okay, die Waffe ist ja mega scheiße, die ich habe. Boah. Das hast du dir. Wir müssen aufpassen. Boah, boy, ich glaube, wir sind zu schwach, kann das sein, ey. Autsch, die machen guten Schaden hier. Ja. Roboter raus. Boah, was ist das denn? Papa Kern, da ist Papa. Ach, da ist er schon, oder was? Boah, Hilfe! Ich geh oben drauf bei dir. Ich komme nicht hin. Also den haben wir schon mal erledigt. Ja, ja. Wow, weg hier! Jetzt rettet sich jeder. Jeder kämpft nicht mehr. Wow, 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 das ist gerade knapp. Boah, was sind das für Gegner hier, Alter? Ja, ne? Mein Ding ist down, ey. Ich hab einen halb ich down hier. Boah. Ja, hab. Wollen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln? Ja, können wir machen. Ich brauche endlich Kaffee, verdammt! Ich muss kurz mich heilen. Es tut mir leid, aber außer mir steht nichts zwischen diesen Zivilisten und einer Maliwan-Armada. Dieser Kaffee wird die Leben retten. Angefangen mit meinem. Kaffee Joe oder was? Jo, Skaff, Skaff, Skaff. Mein Duplikat macht hier gute Arbeit, ey. Oh, ich dachte, das wärst du. Boah, der ist schwerer Schütze. Der sieht aus wie Juggernaut von den Comics Marvel. Hä? Oh. Die Waffe ist schwach, ey. Vielleicht haben wir doch alle. Jojo, lass mal alle töten hier. Müssen eh leveln, ey. Bisschen schwach manchmal. Ich glaube, unsere Waffen sind einfach nicht, wieder mal nicht aktuell, wie die ganze Zeit im Spiel so. Ja. Irgendwie vom Gefühl habe ich nur Skaftwaffen, ey. Bis auf die Sniper. Die Sniper ist mega gut bei mir, ey. Also, finde ich zumindest. Wahrscheinlich ist das immer noch Skaftwaffen, aber... Lectra-Stadt. Ah, da gehen wir wahrscheinlich später erst hin. Lectra-Stadt? Ja, hier ist so das Portal zu einer neuen Gegend. So.
Yes, yes. So, das, das. Skaff, skaff. Zwei grüne Waffen. Ja, wollen wir die Kaffeemaschine wieder in Gang setzen? Ja, würde ich sagen. So. Mit dem Energiekern von Papa Kern. Das können wir gerne machen, ja. Wir sind ja eh schon jetzt. Ist ja wohl auf Englisch Daddy Core oder Dead Core? Ja, irgendwie sowas, naja. Irgendwie sowas. Einer muss das eigentlich auf Englisch spielen. Oder Intel? Ja. Papa Kern. Er heißt ja nicht Hot Kern. Ja. Oder völlig überteuert Kern. Ja, ist so. Oder nicht Preis-Leistungs-Kern. Ja. Hä? Hey, brauchst du unbedingt ein Heißgetränk? Ich kenne das nicht so gut. Ach, da muss ich einsetzen. Cool. Und jetzt klingel. Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und mein Gesichtsflair. Coole Stimme hat der Typ, ne? Ja. Viola, oder wie das auch immer heißt. Viola. Guck mal, sein Schnauzer, der ist ja nice. Voll geil, ey. Viola. Ich sprech dir mal an. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Bart? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Nice. Na klar, scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Oh Mann, ey. Ganz im Ernst? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Okay, wo ist das jetzt? Das ist auch direkt hier. Oh, cool. Ich müsste irgendwie Muni irgendwie. Wo ist denn hier das nächste Muni-Depot? Ja, lass mal schauen. Schon ein Streckchen weit weg. Da kann man fahren. Oh, du Scheiße, ja. Wir können uns da ein Fahrzeug holen. Ja. Und da machen wir aber voll den Umweg. Komm, wir laufen da jetzt einfach hin. Scheiß drauf, ja. Den Käffchen holen wir. Ja, ich würde sagen, den Reisebecher, den machen wir dann auch in der nächsten. Das, du wolltest sagen, den machen wir in der nächsten Folge, ne? Wahrscheinlich wieder Aussetzer. Ehrlich? Hör dir mal in meine Aufnahme. Naja. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Das ist eine gute Idee. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.